Ein Stück Höhle. Und noch ein Glückswürfel. Ach, jetzt. Jetzt läuft's mit dem Finden. Also, schlimm ist, es ist alles halt schon tot und du suchst halt trotzdem dann noch. Waffenkiste. Wobei, nee, heißt irgendwie anders dann hier. Eines Tages will dieser Lord, dass ich ihm von meinem Bauernleben berichte. Nun, Milord, sagte ich. Ich stehe vor der Sonne auf und schufte endlos in der drückenden Hitze. Nach meinem Tagwerk taumle ich geschunden und verbrannt ins Dreck und Schmeck, um einen Humpen Limo und ranziges Brot zu genießen. Dann geht's ins Bett und alles fängt wieder von vorne an. Nicht so ruhmreich wie das Leben eines Lords, aber ich bin mein eigener Herr. Moment, das stimmt ja gar nicht. Hey, meine Bauernbrüder und Schwestern! Mir ist gerade klar geworden, dass unser Leben scheiße ist! Nieder mit den Lords, sage ich! Rebellion! Wer macht mit? Keiner, und die Kirche lässt euch in den Stich und dann werdet ihr alle abgeschlachtet. Achso, das war die Kiste, die mir so viel Schaden gemacht hat, glaube ich, hier neben mir war. Wir reißen dir das ekelhafte Fleisch von den Knochen. Ich habe Kurven, mein Freund. Das ist nicht ekelhaft. Du hättest aufgeben sollen, als du noch die Gelegenheit hattest. Ich bin doch noch ein bisschen chubby. Heute wirst du fallen, das schwöre ich. Sei verflucht! Sei auf ewig verflucht! Ah, frische Knochen für die Mühle! Kapieren Sie! Ich sterbe! Gute Nacht, Rasputin. Im Chat. Nimm das Skelettbogenschütze. Bitte keine Tasse aus meinem Chat. Mein Fußknochen passt genau auf deinen Arschknochen. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt so viel rechnen müssen? Nicht einfach so in unsere Deinesgleichen werde ich nicht erdulden. Was ist dein Plan, Troll? Epische Objekte erbeutet oder gekauft. Achso, wahrscheinlich 15 Stück als erstes oder 10. Irgendwas auf jeden Fall. Irgendwas mit einer Zahl. Schau ich mal eben um, nicht dass du was übersiehst.
Was soll es an der Stelle gewesen sein? Dynasty Warrior. Die da haben richtig Spaß. Sie muss hier am Rand rumkämpfen. Ah ne, ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Aber schön, dass die aus... mein Gott, die sind ja von der Polygonzahl so, als wenn das... von damals. Ach, ich weiß es nicht. Scheiße, mir fällt der Name nicht ein. Mir ist gerade ein ganz spezielles Spiel eingefallen. Wo er mit dem Ball rumschmeißen musste mit dem Goldenen als Angriffsattacke und Adventure. Aber mir fällt jetzt einfach der Titel nicht mehr ein. Little Big Adventure. Danke, Gehirn. Ich hab sie nicht mehr alle. Meine Erinnerungsschusser, mein ich. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich war auch mal eine Heldin. Glaub ich. Ich wollte Billy keine Angst machen. Dämonenkräfte bei Halbdämonen sind unberechenbar. Diese Schlossmauern wären sowieso eingestürzt, wenn schon ein kleiner Klaps ausgereicht hat. Vielleicht erkennen die Stadtbewohner, dass ich ihnen einen Gefallen getan habe. Nachdem ich Billy eine saubere Hose gekauft habe. Jetzt können wir uns mit dem Paladin treffen. Oh mein Gott. Und da. Guck mal im Inventar. Rüstungsanpassungen. Parabel der unergründlichen Tiefen. Regeneriert Gesundheit über Schaden. Ich glaube, hier oben waren auch wieder Automaten, ja. Ehrlich, ich hab's nicht geglaubt, aber du kämpfst wie eine Legende. Du bist ein Schicksalsbringer. Ha! Los, ihre Bodenoffensive ist gestoppt, aber ein paar Untote sind in die Stadt gelangt. Oh, beeil dich lieber, wenn du mich aufhalten und die Welt retten willst. Die Zerstörung von Prachthof wird mich nicht ewig beanspruchen. Das blöde Tor ist zu. Sekunde, bring uns rein. Hey! Lutzkei! Mach das blöde Tor auf! Sag das Passwort. Das Passwort lautet, mach das scheiß Tor auf, sonst stopf ich dir Blätter in den Rachen, steck dir einen Henkel in den Arsch und mach dich zu meinem scheiß Teekessel! Das ist definitiv er, Leute! Mach das Tor auf! Yeah! Komm schon, mach dich bereit! Da drin wird es vermutlich unschön. Oh mein Gott, es hätte 15 Glückswürfe gegeben. Also nur in diesem Vorgebiet. Breithof. Wieder im Geschäft. Ihr betretet Prachthof und seht den blanken Hof.
verbrennen. Skelette fressen menschliche Füße. Voll Debris. Das ist echt voll Debris. Los, wir müssen die Stadt säubern. Wir stellen uns ihnen auf dem Zottelplatz. Ja, ja, weiter so, meine Armee unnachgiebiger Dunkelheit. Wenn ich diese Stadt erobert habe, werde ich die ganze Welt zu fassen kriegen. Funktioniert es? Ich will, dass du mich hast. Ich rede von wahrer Verachtung, von ohnmächtigem Zorn, der in deinem inneren Boden und dich wie ein Feuer ausfüllt. Sag mir einfach, wenn ich noch was tun kann. Mentoren töten oder so. Ich bin ganz so. Der Paladin macht das alles schon allein. Wir müssen gleich mal kurz eine Pinkelpause machen. Ja, du musst doch gar nicht aufs Klo. Wer sagt das? Woher willst du das wissen? Was sagt denn meine Tankanzeige? Mein Gefühl sagt mir nämlich, Klo wäre schon eine Idee. Nur auf Klo darf, wenn mir Pippi in den Augen steht. Das passiert leider in den seltensten Fällen, weil der Tränenkanal nicht mit dem mit der Blase verbunden ist. Wäre ja auch ein bisschen eklig. Bist du im traurigen Film, bist gefragt, weinst du etwa und sagst, nee, ich Piss hatte keinen Bock auf Klo zu gehen. Das Übliche halt. Mehr Glück für dich, Mama. 20 Stück. Also muss ich sagen, ich habe doch eigentlich im ersten Gebiet viel geguckt. Also jetzt im Gebiet davor habe ich schon ein bisschen mehr mich umgesehen, um zu schauen, ob ich was finde. Magic Beans. Beans? Bist du da? Hinterhalt!
Richtig, Rheuma. Rheuma ist gerade schon ein bisschen Worst Case. Moment, nein, Knochen tun nicht weh. Also Knochen allein. Hoffentlich hast du Frieden geschlossen. Excelsior! Danke für das neue Level. Na Gott, sterben wir alle. Wieso nicht ein wenig vordrängeln? Da lebt ja noch einer. Bin jetzt immer am überlegen, wo würde ich denn was verstecken? Klappt bis jetzt ganz gut. Urteil des Sturmdrachen. Schicksalsbringerin schleuern ihr herbeigerufenen Hammer und fügen allen Feinden, die diesen berühren, Blitznahkampfschaden zu. Die Action-Skill Abklinggeschwindigkeit der Schicksalsbringerin erhöht sich abhängig von ihrem verbliebenen Schutz. Je mehr Schutz verbleibt, desto höher der Wert. Elementarschaden plus 4%. Erhöhte Schadensreduktion, Blitzfähigkeitsschaden, 4% des erlittenen Schadens. Außerdem wird jeglicher an Verbündeten verursachte Schaden als Blitzfähigkeitsschaden für den Angreifer reflektiert. Entschuldigung. Aber warum ist denn hier immer alles zu? Das ist der Blitzhammer. Wolltest du nicht aufs Klo? Ja, ja, ganz cool. Als nächstes lernen. Keine Technik lernen. Weitergehen. Ihr habt den Hinterhalt niedergeschlagen, aber ihr seht, dass die Zugbrücke der inneren Wehrmauer geschlossen wurde. Ihr sitzt auf dieser Seite fest. Was macht ihr? Das liegt doch auf der Hand. Wir betören die Zugbrücke. Sei gegrüßt, lebloses Objekt. Was hältst du von einer physischen Zusammenkunft? Rar. Ja, dafür müsst ihr nicht mal würfeln. Die Zugbrücke fährt voll auf das Spielchen ab. Klappt immer wieder. Und ja, Zocknerf hat gefragt, wie es mir geht. Es geht mir gut, natürlich. Hallo! Das Skelett, das mir den Diamantschädel der Königin bringt, erhält eine dieser neuartigen Totankeulen. Auch wenn ihr sie nicht essen könnt, eignen sie sich hervorragend zum Menschenvergrünen. Das ist nicht. Meine Knochen! Meine grünen Knochen! Schlechten Menschen geht's doch immer schlecht. Gut. Das andere. Sichere den Platz! Hier schreiten wir zum letzten Gefecht! Für die Königin! Psst. Chat, du darfst doch nicht sagen, wer auf Toilette war. Ich war nachdenken, heißt das. Oder ich habe mal kurz Zeit für mich gebraucht. Himmlisches Urteil!
Das Böse wird niemals siegen. Es ist übrigens so wie immer. Also ich schalte hier bei Borderlands alle möglichen Waffen durch. Und dann guck mal die an und die an und denkst so, irgendwie gefällt dir keine so richtig. Ich dachte gerade, da ist eine Spinne an der Wand. Es war aber nur Staub. Also ein Flusen ist darunter geflogen an der Wand. Dieses Skelett kracht auf das Kopfsteinpflaster und ihr wisst, dass ihr es geschafft habt. Die unbekannte Horde wurde besiegt. Fürs Erst. Für die Königin! Es ist so schön, ein Held zu sein. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. Ich habe versucht, es nach den Regeln zu spielen, aber jetzt muss ich anfangen, sie zu brechen. Für Arschgaul! Das sieht aus wie die Stelle, wo wir später verbessern, wie viel Munition wir in jeder Waffe haben können. Wenn wir die Stadt befreit haben. Das ist ein dreckiger Rabenladen. Der Schicksalsbringer setzt große Macht im Angesicht des Bösen ein. Es fühlt sich an, als wäre etwas längst Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Verdammt gut gemacht! Hierüber, Schicksalsbringer! Du hast uns alle gerettet! Du bist der Held von Prachthof! Also, wegen dieser Drecks-Dragonlord-Geschichte. Die Königin wird sicher begierig darauf sein, unseren neuesten Schicksalsbringer persönlich zu begrüßen. Die Burgtore sind gleich da drüben. Die Königin! Nur die Ruhe, Herz. Die Burgtore ihrer Majestät schwingen auf, als hätten sie eure Ankunft vorausgesehen. Und dann ertönt das Klappern perfekter Hufe auf Kopfsteinpflaster. Sie gehören zu der besten, majestätischsten Herrscherin, die Sterbliche je erblickten. Königin Arschgaul! The Queen. Ihre Pracht. Sie bricht voll über euch herein. Ja, ich spür's. Es kribbelt. Du hast deine Limo verschüttet. In der Tat. Aber nur um die Königin zu ehren. Was ist los, Königin Arschgaul? Ja, ja, klar, sicher. Schon gut, ich sag's. Tja, also... Sie sagt, dass du das tapferste Mitglied aller Schicksalsbringer bist, das die Wonderlands seit Generationen gesehen haben. Aber auch wenn du den Angriff des Dragonlords abgewehrt hast, kann ihn nur eine Sache besiegen. Zieh los und finde... Das Seelenschwert! Das wollte ich gerade erklären! Ja, das ist das Seelenschwert. Und danke, Valentine, dass du auf die Details achtest. Das Seelenschwert ist die coolste Waffe im ganzen Spiel. Kriegen wir das wirklich? Na klar, wenn ihr die Quest abschließt, schon. Ich morde mich durch die ganze Quest und alle Charaktere darin. Ich will dieses Schwert. Bisschen heftig, aber die richtige Einstellung, schätze ich. Arschgaul hat Augen wie ich. Ihre Majestät sagt, das Seelenschwert sei im Splittergrabhügel versteckt. Sie wird dort höchst selbst auf euch warten. Würdest du sagen, dass uns eine große Ehre zuteil wird?
Ich habe mir immer gewünscht, dass mir mal was zuteil wird. Hilfe! Ja. Hier ist gerade was ganz Tolles zuteil geworden. Mein Traum wird wahr! Naja. Ach, da oben ist noch ein Würfel. Ha! Aha! Der Würfel ist hinter einem Gitter. Wolkenschlag! Ich habe keine Ahnung, wie ich diese eine Gitter entferne. Eine beeindruckende Sammlung. Aber wofür sollte ich mich entscheiden? Merkwürdig. Auf zur anderen Seite der Oberwelt. Skelette, da wird Feuer auch wirken. Kleiner Teufel. Vielleicht, wenn das Feuer gelöscht sind, denen das, die auch den Main hat, das Game, ich habe keine Ahnung, was du schreiben willst, weil es komplett falsch ist. Edel, gut gekämpft. Chatmuda Dragon. Wenn ich das vorlese, denken die Leute ja, ich habe ja gerade einen Schlaganfall. So gut, lass uns diese Schlachtfeld drängen. Hammer der Vollstreckung! Bonkstock der Fröhlichkeit. Charakter sehe ich gar nicht so häufig gedacht. Geht doch eigentlich. Brücke aufgestellt. Wenn du sie passieren willst, musst du sie schlagen. Haiku-Alarm, Baby. Willst du über die Brücke gehen, musst du dreimal Rede und Antwort sehen. Dann kannst du auch die andere Seite sehen. Die Stadt ist der Main Hub des Spiels wie in Borderlands 3, dann schreibt das doch auch. In diesem Brunnen irgendwas ist. Wirf eine Münze rein, bevor dich jemand frisst.
denn her? Chattergrave Barrow. Die Königin sagt, das Seelenschwert wird hier gelagert, falls sich die bösen Seelen aus ihren Gräbern erheben und für immer absorbiert werden müssen. Warum hat sie nicht einfach die Seele des Dragonlords absorbiert und es beendet? Weil, keine Ahnung, er ist zwar böse, aber nicht so böse. Wollt ihr etwa nicht gegen einen Bösewicht kämpfen? Huh, Fred? Wir hätten ja darauf verzichten können. Ah, guck mal, etwas, was meine Berserkerfähigkeit nochmal verbessert. Ganz genau, Fred. Klappe. Arkane Geheimnisse für den richtigen Preis. Vorwärts zum Ruhm! Hast du die Nachrichten bekommen? Bis zum nächsten Mal. Ah. Willkommen beim fantastischen Natürlich ist Magie echt. Das ist schon der erste Würfel. Das ist mal ein Glückswürfel.